Grüß Gott und hallo, mein Name ist Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie zum Thema Behandlung, Therapie der Magen-Darm-Grippe oder des Brechdurchfalls oder der Gastroenteritis. Bei dem Brechdurchfall handelt es sich um eine Infektion des Magen- und Darmtrakts, wie ich schon in meinem ersten Video erklärt habe. Und das bedeutet, diese Organsysteme sind krank, sie funktionieren nicht normal. Und das äußert sich darin, dass der Magen seinen Inhalt entleert und das dauert in der Regel etwa 12 Stunden. 12 Stunden lang müssen Sie in der Regel den spuckenden Patienten ertragen. Es macht in dieser Zeit keinen großen Sinn, ihm irgendetwas zu geben. Die Erfahrung zeigt, dass wenn Sie etwas geben, das sofort wieder retour kommt. Also 12 Stunden lang Geduld haben. Dann hat sich der Magen in der Regel erholt. Aber der Darm braucht deutlich länger. Der braucht einige Tage, bis er sich wieder an seine normale Arbeit macht. Entsprechend braucht die Magen-Darm-Grippe zunächst einmal Geduld. Das Prinzip heißt langsam und wenig. Mit Bedacht. Wenn der Magen angeschlagen ist, macht es Sinn, mit kleinen Portionen ihn zu belasten. Und damit meine ich Teelöffel. Teelöffelweise Wasser oder Tee anbieten, dann, wenn Sie das Gefühl haben, der Magen ist wieder zur Aufnahme bereit. Und erst, wenn diese Flüssigkeit im Magen bleibt, nicht wieder retour kommt, erst dann macht es Sinn, dem Magen etwas Festes anzubieten. Da gilt das gleiche Prinzip. Bewährt haben sich Salzstängel. Sie geben einen Salzstängel und warten 10 Minuten, bis Sie den zweiten geben. Bleibt das auch drin, dann kann man weiter steigern. Und zwar leicht verdauliche Kost empfehle ich solange Bauchschmerzen und solange Durchfall besteht. Das muss nicht nur Zwieback sein, das kann ein weißes Toastbrot, das kann ein Laugengebäck, das kann ein weißes Knäckebrot sein. Das kann Kartoffel sein, die Karotte, der Naturjoghurt mit Traubenzucker versetzt, die Gemüsebrühe, die Banane. All das ist leicht verdaulich und eignet sich gut in der Zeit, in der der Darm noch nicht richtig funktioniert. Es gibt Medikamente, die Sie bekommen in der Apotheke oder auch vom Arzt verschrieben, wenn die Magen-Darm-Grippe entsprechend heftig ist. Zum Beispiel das Anti-Spuck-Zäpfchen. Diese Zäpfchen machen nach meiner Erfahrung erst Sinn und nur Sinn, wenn 12 Stunden vorbei sind. Also wenn Sie das Zäpfchen geben, nachdem das Kind das erste Mal gespuckt hat, haben Sie in der Regel keinen Effekt. Warten Sie 12 Stunden, das ist meine Empfehlung. Wenn das Kind dann immer noch spuckt, dann kann es sein, dass Sie mit dem Zäpfchen erreichen, dass es dann aufhört. Das große Problem, ich habe es angedeutet schon, ist der Verlust von wichtigen Substanzen, die durch das Erbrechen und durch den Durchfall entstehen. Und dieser Verlust sollte ausgeglichen werden. Das ist vor allem Salz und Flüssigkeit. Und deshalb eignen sich die Salzstängel als salziges Essen ganz besonders gut. Und die Flüssigkeit wäre am besten ebenfalls salzig. Diese Elektrolytlösungen, diese Mischungen, die Sie bekommen, haben genau dieses Problem. Sie schmecken salzig und deshalb werden sie von den Kindern ungern genommen. Aber wenn sie getrunken werden, umso besser. Eine Alternative ist die Gemüsebrühe. Eine ganz normale Suppe gemacht, vor allem bei den Kindern, die gerne Suppe essen, ist die absolute Alternative dazu. Aber eben Vorsicht, langsam, in kleinen Portionen, und nicht zu schnell zu viel wollen. Viele Kinder haben überhaupt keinen Hunger. Das ist auch gut so, denn wenn der Darm nicht arbeitet, dann macht es keinen Sinn, was zu essen. Trotzdem braucht der Körper Energie. Und am besten ist in diesem Fall die Energie über Traubenzucker. Und zwar Traubenzucker, kein Kristallzucker. Wenn Sie Traubenzucker geben, dann geht dieser Traubenzucker, die Glucose, direkt in das Blut, ohne über den Darm verdaut werden zu müssen. Und auf diese Weise bekommt der Körper Energie, die er braucht, um seine Arbeit wieder aufzunehmen. Also macht es Sinn, Traubenzucker
Tabletten oder Traubenzuckerpulver vorrätig zu haben für den Fall, dass man es braucht. Und am besten, man gibt es in die Wangentaschen hinein, sodass das direkt praktisch übergeht über die Mundschleimhaut ins Blut. Und worauf es zusammenfassend bei der Magen-Darm-Grippe also wirklich ankommt, das erzähle ich Ihnen im dritten Teil meiner Videoreihe. Brechdurchfall oder, wie wir Mediziner sagen, Gastroenteritis oder, wie die meisten diese Erkrankung kennen, unter dem Namen Magen-Darm-Grippe. Diese Erkrankung gehört zu den häufigsten Erkrankungen, wegen der mir Kinder in der Sprechstunde vorgestellt werden. Entsprechend wichtig ist das, was ich Ihnen jetzt zu sagen habe und in den beiden folgenden Videos darüber. Bei der Magen-Darm-Grippe handelt es sich um eine Infektionskrankheit. Wenn Sie so wollen, eine Erkrankung wie der Schnupfen, nur nicht die Nase betreffend, sondern den Magen-Darm-Trakt betreffend. Entsprechend ist diese Erkrankung sehr ansteckend. Die wichtigsten Grundsätze, auf was es ankommt bei der Behandlung eines Brechdurchfalls, und zwar aufgrund meiner Sprechstundenerfahrung. Was sich bei mir bewährt hat, denke ich, wird sich auch bei Ihnen bewähren. Das Hauptprinzip bei der Behandlung der Magen-Darm-Grippe ist, dass Sie verhindern, dass Ihr Kind austrocknet.